Also sehr herzlich willkommen an alle, das Publikum, Zuhörer und Teilnehmer. Ich sage nur ein paar Wörter in meinem Deutsch mit einem sehr schlechten Akzent. Jetzt vor allem, um allen zu denken, dass ihr hier seid. Gleich nach der Entführung des Ryanair-Flugs und der Verschleppung von Roman Protasevich und Sofia Zapata haben wir schnell und sehr spontan eine Diskussion über die politische Reaktion aus der Perspektive der Europäischen Union mit Experten von verschiedenen Ländern der Europäischen Union organisiert. Und jetzt möchten wir mit meinem Kollegen Ludger Hagedorn, ein Gespräch aus einem anderen Blickwinkel führen, ein Blickwinkel von Weißrussland selbst und auch von dem post-sowjetischen Raum ein bisschen allgemeiner. Genauer gesagt, gibt es zwei große, auffällige Fragethema, deren Verständnis besonders wichtig mir erscheint. Und die sind Männlichkeit und Terror, nämlich Unsicherheit über Männlichkeit und die Rolle Selbstkritik, Samokritika und Geständnis, Priznanja in der Terror. In August haben wir die erzwungene Selbstkritik von Svetlana Tikhanovskaya zugehört. Nona Vireno, ja, tak i astalas to slaboj ženčinoj, ktorej bila iznačalna. Aber wahrscheinlich bin ich immer diese schwache Frau geblieben, die ich am Anfang war. Und jetzt haben wir die erzwungene Geständnis von Roman Protasevich zugehört. Und hier der Journalist Marat Markov spielte die Rolle des Mephistopheles, etwas mehr als Schadenfreude. Schadenfreude ist viel zu schwach ein Wort davor, was Markov uns in diesem Interview gezeigt hat. Und ich hatte den Eindruck, dass Markov eine sadistische Freude an dieser Aufforderung als Aufforderung hatte. Also, Geständnis durch Folter erzwungen auf der einen Seite erinnert an die stalinistische Zeit. Auf der anderen Seite gibt es etwas Postmodernistisches in diesem performativen Geständnis. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Interview eine Freilegung, eine Obnagenie dessen, was passiert ist. Anders gesagt, wird wirklich erwartet, dass wir das Geständnis glauben? Oder geht es darum, um die Aufforderung als Aufforderung zu enthüllen, zu offenbaren? Ich wünschte, dass wir in demselben Zimmer physisch anwesend sein konnten, aber leben wir noch in der Corona-Zeit, also machen wir das, was wir in dieser Situation machen können. Auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass wir sogar durch Cyberspace dieses Gespräch führen können. Ich bin sehr, sehr meinen Freunden und Kollegen dankbar, dass wir, wenn auch noch virtuell, zusammen hier sind. Und lass uns zusammen denken. Vielen Dank, Marci. Das war Marci Shore, die gerade Visiting Fellow bei uns am IWM, Institut für die Wissenschaften von Menschen, ist, das diese Podiumsdiskussion, virtuelle Podiumsdiskussion veranstaltet. Ich bin Ludger Hagedorn, Permanent Fellow am IWM. Marci hat uns schon eine wunderbare Einführung in unser Thema des heutigen Abends gegeben. Der Titel, den wir gewählt haben, im Innern der Tyrannei, Belarus oder von der Macht und Ohnmacht staatlichen Terrors. Von staatlichem Terror darf man gerechtfertigterweise wohl sprechen bei den Dingen, die wir in den letzten Monaten in Belarus gesehen haben. Und über dieses Thema Macht und Ohnmacht, Macht beziehungsweise Ohnmacht, wollen wir unter anderem sprechen und über die Themen, die auch Marci schon angesprochen hat. Wir sind alle schon etwas überdrüssig der Online-Formate, aus gutem Grund, wie ich finde. Aber heute Abend ist es eine wunderbare Gelegenheit, weil es gibt uns die Möglichkeit,
mit unseren Gästen heute Abend zu diskutieren, die in Berlin, in Lviv, in Warschau und in Wien sitzen. Und ich bin froh, dass Sie alle vier dabei sind. Ich werde alle vier auch gleich ganz kurz vorstellen, bevor ich Sie zu Wort bitte. Und wie Marci gesagt hat, der Schwerpunkt des heutigen Abends und nicht nur heute, sondern auch morgen. Wir machen eigentlich eine Doppelveranstaltung. Morgen gibt es den zweiten Teil mit Tim Snyder auf Englisch. Also heute der erste Teil dieser Veranstaltung so im Innern der Tyrannei. Und ich würde gerne eine erste Runde machen, in der ich alle vier uns Zugeschalteten fragen möchte nach einer Art Bestandsaufnahme oder einem persönlichen Eindruck der momentanen Situation in Belarus. Und ich würde es gerne reihum machen und beginnen mit Belarus selbst, dann fortfahren mit Russland, mit der Ukraine und schließlich enden mit Felix Ackermann, mit dem Blick aus Warschau, dem Blick eines Journalisten und Historikers. Ich möchte beginnen mit Olga Sparaga. Olga Sparaga ist Philosophin, unter anderem Mitglied im Koordinierungsrat, im belarussischen Koordinierungsrat, Vertreterin von Svetlana Tichanowskaja, insbesondere in der Bildungspolitik. Im Oktober 2020 war Olga inhaftiert. Ich kenne sie schon seit vielen Jahren aus früheren Begegnungen im philosophischen Umkreis, unter anderem verbunden mit Jan Patočka, der auch am IWM eine wichtige Rolle spielt. Und ich darf sagen, in diesem Oktober 2020 waren das auch für mich bange Tage, wenn ich mich daran zurückerinnere, an die Inhaftierung von Olga. Und um dann nach der Freilassung, um dann dem Willkür des weiteren Strafprozesses zu entgehen, ist Olga Sparagan nach Vilnius geflohen. Inzwischen hält sie sich in Berlin auf als Stipendiatin der Martin-Roth-Initiative. Ab dem 1. Januar des nächsten Jahres wird sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin sein. Und eine Sache, die ich erwähnen möchte von ihr, ist gerade jetzt, soeben vor, ich weiß nicht, Olga kann weiß es vielleicht besser, vor 2 Wochen vielleicht ihr Buch erschienen, Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, erschien im Surkamp Verlag in Deutschland. Und schon nach der kurzen Zeit, die es jetzt draußen ist, wenn man das bei einem solchen Buch sagen kann, ich glaube, es ist eine Art Bestseller, verkauft sich wirklich sehr, sehr gut und ist auf sehr breites und großes Interesse gestoßen. Olga, ich beginne ganz einfach mit der Frage an dich, wie siehst du die gegenwärtige Situation in Belarus? Wir haben, das ist kein Geheimnis, vor einigen Tagen miteinander kurz gesprochen. Und da hast du mir schon gesagt, dass du natürlich nicht davon ausgehst, dass jetzt die Revolution beendet ist, sondern dass sie andere Wege gefunden hat, vielleicht etwas weniger sichtbare Wege. Aber sagst du, die Proteste gehen weiter, die Revolution geht weiter. Sie ist vielleicht etwas differenzierter, vielgestaltiger, kleinteiliger geworden. Es gibt andere Protagonisten und manchmal ist sie auch eingebunden in ganz andere Initiativen, die nicht unbedingt zuvorderst politisch sind, sondern eher sozial oder bildungsorientiert. Wie ist dein Blick auf die gegenwärtige Situation, Olga? Vielen Dank für die Einladung und für diese schöne Einführung. Ich finde die Situation in Belarus natürlich als eine sehr schwierige Situation. Wir haben im Moment mehr als 500 politische Gefangene. Und Regime von Lukaschenko ist hartnäckig. Die Leute werden weiter festgenommen, gefoltert. Und zum Beispiel am Montag hat das Außenministerium in Minsk gekündigt, die Teilnahme am EU-Programm der östlichen Partnerschaft auszusetzen. Das heißt, es geht diese Attacke einerseits auf die Gesellschaft weiter, andererseits, was internationale Beziehungen anbetrifft, dann antwortet Lukaschenko auf die politischen und wirtschaftlichen Sanktionen. Und ja, das hartnäckige Regime, politische Gefangene und was passiert in der Gesellschaft? Ich habe vor einem Monat in einem Text die Situation durch 3 Begriffe, Widerstand, Sorge, Geduld charakterisiert und ich denke, dass wir diese Begriffe weiter benutzen können. Es geht jetzt nicht um die Proteste, aber über den Widerstand. Die Leute, die aktiv geworden sind und das ist ein größeres Teil der Gesellschaft, sie wollen irgendwie weiter tätig sein, aber sie gehen jetzt zu den Protesten nicht, weil die Mechanismen der Kontrolle und der Unterdrückung verstärkt sind. Und sie versuchen, Widerstand auf jede oder andere Weise zu organisieren.
Sorge bedeutet, dass die Leute einander weiter unterstützen und neue Wege der Solidarisierung aufbauen, ausdenken, Nachbarschaften, Frauen, Studentinnen. Und Geduld, ja, viele Leute sagen jetzt, bestimmt brauchen wir mehr Zeit. Wir haben vor einem Jahr schon im August 2020 darüber gedacht, dass wir mehr Zeit brauchen. Aber jetzt verstehen wir das ganz klar, dass das wahrscheinlich dauert und wir irgendwie weitere Wege des Widerstandes, der Vereinigung und einander, Unterstützung voneinander, Entwicklung des politischen Bewusstseins, das 2020 entstanden ist bei breiteren Kreisen der Gesellschaft und so weiter. Es gibt die ganze Reihe von Prozessen, ein neuer Zustand der Gesellschaft und das sind sehr widersprüchliche Prozesse. Widerstand, Sorge, Geduld, das heißt, es ist eine andere Revolution, aber die Revolution geht weiter. Ja, meiner Meinung nach, weil wir mit einem neuen Zustand der Gesellschaft zu tun haben, gehen die Prozesse weiter. Es wird kein Zurückkehr. Und ich denke, dass das Ziel, Belarus demokratisch zu machen, das bleibt sehr stark. Und das ist ein neues Ziel. Zu diesem Ziel bewegt sich diese neue Gesellschaft, erneuerte Gesellschaft. Olga, noch eine weitere Frage. Du hast neben all den vielen Dingen, die du tust und die ich am Anfang nur sehr, sehr kurz erwähnt habe. Ich weiß, aber ich glaube, es ist wichtiger zu sprechen, als alles zu erwähnen. Du hast neben all diesen Dingen auch noch eine großartige Initiative im Jahr 2014 gestartet und das ist die Gründung zusammen mit einigen Kollegen, die Gründung einer unabhängigen Hochschule. ECLAB, European College of Liberal Arts in Minsk. Vielleicht anschließend daran die Frage, du unterrichtest auch heute noch aus der Distanz manchmal dort. Wie ist momentan die Stimmung bei den Studentinnen und Studenten an ECLAB? Wie ausgeprägt ist der Wille, sich im Land weiter zu engagieren, sich diesen Gefahren auszusetzen, offensichtlichen Gefahren auszusetzen? Und wie viele der Studentinnen und Studenten wollen das nicht weiter tun oder haben das Land vielleicht schon verlassen? Ja, ich arbeite, bin tätig in verschiedenen Projekten und arbeite mit Jugendlichen und habe bemerkt in dieser informalen Sphäre, dass die Stimmung bei Jugendlichen anders ist als bei meiner Generation, bei den Leuten meiner Generation. Und die Jugendlichen sagen, ja, wir können geduldig sein. Wir haben jetzt das Ziel, das demokratische Belarus, wir wollen irgendwie weiter diese Vorstellung von demokratischen Belarus entwickeln, auch jetzt über Institutionen denken. Vorher hatten die Leute keine solche Fordernis über institutionelle Vorstellung aufbauen. Und die Jugendlichen verstehen, wir haben eine neue Gesellschaft, das, was ich gesagt habe, und wir sind bereit, allmählich weiterzugehen. Und bei meiner Generation gibt es mehr Pessimismus und einerseits geht es um die Verantwortung. Viele sagen, weil wir Fehler gemacht haben, ist sowas entstanden. 26 Jahre lang waren wir nicht genug aktiv und so weiter. Und andere sagen, die Leute, die ja so nach 40 sind, älter als 40 sind, vielleicht dauert das noch eine Zeit, es ist jetzt schwieriger als vorher und das ist für uns sehr schwierige Aufgabe und sehr schwierige Zeit. Und die Jugendlichen sagen, sie haben keine diese Vorerfahrung und sie nehmen die Situation anders an. Und die aktiv, natürlich, ich arbeite mit den Aktiven, aber es gibt genug, denke ich, solche Leute. Und sie sehen die Perspektive und sie nehmen diese veränderte, erneuerte Gesellschaft sehr, sehr positiv wahr. Danke, Olga. Wir werden das noch fortsetzen. Obwohl du nicht mehr, wie ich am Anfang gesagt habe, in Belarus bist, aber du warst jetzt für uns die Protagonistin aus Belarus, also das war Inside Belarus. Wir wollen das jetzt erweitern mit einem Blick nach Russland und fortsetzen mit Anna Schor-Chudnovskaya. Sie wurde geboren und ist aufgewachsen in der Sowjetunion, hat dann in Deutschland studiert und promoviert, beschäftigt sich in ihrer Forschung stark mit Fragen des gesellschaftlichen Wandels, Transformationsprozessen
und insbesondere dem gesellschaftlichen Erinnern im postsowjetischen Russland. Von der Ausbildung her sind Sie Psychologin und Soziologin, Frau Schortschutnowskaja, und seit 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien. Im Vorfeld, als wir uns hier ein bisschen verständigt haben über den heutigen Abend, haben Sie mir geschrieben, ich zitiere diesen einen Satz: Die Ereignisse in Belarus verfolge ich ausschließlich durch die Brille der unabhängigen russischen Medien. Und genau die geht es jetzt. Ihr Blickwinkel auf die unabhängigen russischen Medien. Welches Bild zeichnen diese unabhängigen russischen Medien und welches Bild zeichnen sie vielleicht gerade im Kontrast zu den staatlichen Medien? Danke sehr. Also ich fürchte, mit einem Wort beantwortet muss es sein, mit Neid. Die Oppositionellen, die unabhängigen Medien haben gleich im August gesagt, wir sind Schüler, wir müssen alle von Belarus lernen. Wir beneiden diesen Mut, wir beneiden auch diese Möglichkeiten, diesen Widerstand zu leisten. Die Situation in Russland wird interessanterweise im Vergleich zu Belarus als eine eingeschätzt, die schlimmer ist, wo man viel mehr viel weniger Möglichkeiten hat. Und gleichzeitig aber, es gab ja interessanterweise ja diesen Brief von Svetlana Alexejewitsch damals Anfang September, wo sie sich gezielt an die russische Intelligenz gewandt hat und gesagt hat, wieso schweigt ihr? Was ist das jetzt? Also wie soll ich jetzt das verstehen? Wie könnt ihr schweigen während so einer Gewalteskalation in Belarus? Und da gab es einige vereinzelte Antworten, eben vor allem in unterschiedlichen unabhängigen Medien, so wie jetzt Radio Svoboda oder Echo Moskwy oder Novaya Gazeta, wo dann sich einige sich zu Wort gemeldet haben, natürlich zum einen die Unterstützung gezeigt haben, zum anderen aber mit Frust feststellen mussten, es gibt ja eben diese Intelligenz ja nicht mehr. Es gibt diese Schicht nicht mehr, an die man sich noch wenden kann. Wir sind hier tatsächlich nur noch vereinzelt, die diese, wie Jerofejew, der Schriftsteller Viktor Jerofejew gesagt hat, diese ehemalig existierte Schicht, die es nicht mehr gibt. Wir sind hier nur noch wirklich einige wenige Vertreter davon. Die staatlichen Medien, da ist es interessant, vielleicht auf die Umfrageergebnisse zu schauen. Also was ist von den staatlichen Medien in den Köpfen der Menschen gelandet? Und da muss man sagen, was wir erstens feststellen mussten, es gab kaum Beachtung dieser Proteste in Weißrussland. Also eigentlich ein Viertel der Befragten meines Wissens, also ich beziehe mich auf die Daten von Levada-Zentrum, das ist in Moskau ein sehr berühmtes Befragungsinstitut, circa ein Viertel der Befragten haben überhaupt das aufmerksam verfolgt, was im August und eben auch dann später im Herbst in Belarus passiert ist. Und auch die Unterstützung, sagen wir so, war durchwachsen, sehr durchwachsen. Die Mehrheit der Befragten, wenn sie überhaupt gezielt danach gefragt wurden, sprachen sich natürlich dafür aus, dass Lukaschenko bleiben muss, dass er ein legitimer Präsident ist. Und interessanterweise selbst dann, wenn man sie parallel danach gezielt gefragt hat, ob sie die Gewalt der Polizei billigen, haben sie gesagt, nein, war wohl zu viel, aber Lukaschenko ist ein legitimer Präsident und soll bleiben. Und die wichtigste Frage für Russen nochmal, Russen, die Zuschauer des Fernsehens, des staatlichen Fernsehens sind, die wichtigste Frage ist, wer ist für uns? Also wer gehört noch zu uns, zu unserer Einflusssphäre, quasi zu einem Freundschaftspakt mit Russland? Und da ist für Sie schon die zentrale Frage, gehört Belarus dazu oder nicht? Also Sie wollen, es gibt da unterschiedliche Meinungen, nicht alle sprechen sich dafür aus, dass Belarus ein Teil Russlands wird, bei weitem nicht alle, obwohl auch solche Stimmen natürlich gibt. Aber dennoch, Sie alle sprechen sich dafür aus, dass man mit Belarus verbündet bleibt. Und da ist Lukaschenko durchaus eine Figur, mit der man sich anfreunden könnte. Ich möchte mal auf ein anderes Thema kommen, das Marci schon in ihrer Anmoderation ganz zu Beginn erwähnt hatte. Wir haben alle noch in Erinnerung, als Svetlana Tichanowskaja das Land verlassen musste, diese eigenartige Stellungnahme, die sie abgeben musste, die so inszeniert wirkte, von der man nicht genau wusste, wie viel davon freiwillig war. Und wir haben jetzt noch eine weitere Zuspitzung dieses makabren Theaters mit der Selbstbezichtigung von Roman Pratasevich gesehen.
die in vielen Dingen doch sehr fatal an die Selbstbezichtigung und Beichten und Selbstvorwürfe in der stalinistischen Zeit erinnerte. Also alle, die uns heute zuhören, glaube ich, wissen das ohnehin, aber die Entführung des Flugzeugs war am 23. Mai, am 3. Juni gab es dieses makabere Schauspiel zu bewundern, in dem Platasiewicz sich also selbst bezichtigte, seine Schuld eingestand, Lukaschenko lobte über alles. Und Sie haben sich in Ihrer Forschung ja auch gerade mit der Verarbeitung des stalinistischen Terrors beschäftigt, mit der Verarbeitung durch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die vielleicht selbst nicht von dieser Gewalt betroffen waren, aber die sich trotzdem mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich würde sagen, in Ihrer Forschung geht es dabei auch um die Bedeutung und die Bedingungen von Lüge und Wahrheit in solchen Prozessen. Wie sehen Sie die gegenwärtigen Ereignisse vor diesem Hintergrund der stalinistischen Schauprozesse? Also ich muss noch mal eben betonen, ich forsche zur Aufarbeitung in Russland und nicht in Belarus. Ich weiß nicht, inwiefern da auf die stalinistische Vergangenheit geblickt wird und mit welchen Deutungsmustern, mit welchen Ideen. Ich kann eben dann nur für Russland sprechen. In Russland ist wiederum in der unabhängigen Presse der Vergleich der heutigen Zeit mit der Hochzeit des stalinistischen Terrors, also eben da wird meistens die Zahl 1937 genannt als stellvertretender Begriff dafür. Dieser Vergleich ist relativ häufig. Den kann man immer wieder hören. Das ist zwar immer eine Geste, eine Einladung zur Diskussion, ist das so oder nicht, aber man fragt sich beständig, sind wir schon so weit oder können wir uns nur freuen, dass es noch nicht so schlimm ist. Und bei den Schauprozessen, wenn man jetzt an die 30er Jahre denkt, ich denke, zwei Unterschiede bei allen wirklich auffälligen Ähnlichkeiten. Zwei interessante Unterschiede sind anzumerken. Erstens, bei den stalinistischen Schauprozessen, zumindest den Dokumenten nach, gehen wir davon aus, dass die Personen, also die Beschuldigten, tatsächlich irgendwie dachten, sie tun etwas Gutes für ihre Heimat. Also da war diese unglaubliche, interessante Treue vorhanden an das Regime, wo man dachte quasi, dass also dieser Staatsterror oder auch dieser Prozess ist eher aus Not entstanden und mit dieser Not muss man mitgehen und man muss etwas unterzeichnen, was man gar nicht getan hat. Man muss ein Geständnis ablegen für Dinge, die man gar nicht einmal in Gedanken vorhatte, weil das eben für die Heimat gut ist. Also diesen patriotischen Impetus vermute ich jetzt bei den Aktivisten aus Belarus nicht. Also dieser Unterschied fällt mir auf. Und das andere, ich glaube, wir haben grundsätzlich jetzt in Russland, vor allem für Russland gesprochen, weil auch dort finden ab und zu noch Schauprozesse statt. Also Jukos war eines der bekanntesten, aber nur eines der bekanntesten. Es gab eigentlich viele davon, von der Sorte. Wir haben den wichtigsten Unterschied darin, dass die damalige Gesellschaft sehr utopisch, fast euphorisch gestimmt war. Und die Mobilisierung der Bevölkerung entstand vor allem durch eine Utopie, durch eine Vision, Zukunftsvision, an die man geglaubt hat. Und heute haben wir eine Bevölkerung, die an gar nichts mehr glaubt, die grundsätzlich davon ausgeht, dass man gar nicht mehr noch an etwas glauben kann, beziehungsweise die grundsätzlich davon ausgeht, dass irgendwie alles verlogen ist. Und zwar grundsätzlich alles. Das heißt, was der Richter sagt, was der Beschuldigte sagt, was die Presse darüber schreibt, was im Fernsehen darüber berichtet wird und auch was auf Facebook darüber gepostet wird, ist irgendwie eine Halbwahrheit und Halblüge zugleich. Und in diesem interessanten, apathischen, Marcia hat schon gesagt, postmodernen, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich ein postmoderner Zustand ist. Für mich ist das fast eine neue Art, die Politik an sich zu bekämpfen. In diesem Zustand schaut man diesen Schauprozessen ohne jegliche Art von Euphorie, sondern fast mechanisch, als quasi, die sind ein Instrument des guten Managements in dem Staat, mehr nicht.
Vielen Dank dafür, Anna Schor-Czudnowska. Ich denke, wir können das auch später nochmal fortsetzen. Ich würde jetzt dann gerne in die Ukraine gehen, besser gesagt nach Lviv. Komme zu Jurko Prochasko. Jurko, wir kennen uns seit 2014. 2014-15 warst du Fellow am IWM in Wien. Jurko Prochasko ist Germanist, Übersetzer, Essayist und Psychoanalytiker. Er forscht am Ivan-Franko-Institut der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften, beschäftigt sich dort mit Literaturgeschichte, unterrichtet auch literarisches Übersetzen an der Universität Lemberg und lehrt auch an dem von ihm mitbegründeten Psychoanalytischen Institut. Als Übersetzer hat er die Crème de la Crème der deutschen Literatur übersetzt, Goethe, Kleist, Musil, Roth, Kafka, Rilke. Dieses Schöngeistige schieben wir heute etwas auf die Seite, Joko, und befassen uns mit anderen Dingen. Ich sagte, wir hatten jetzt die Inside Belarus, die russische Sichtweise, die dritte wäre die Ukraine. Die Ukraine, ein Land, das sich seine politische Unabhängigkeit, aber ganz wichtig auch zu sagen, auch seine wirtschaftliche Unabhängigkeit erkämpft hat und immer noch weiter erkämpfen muss. Wie siehst du aus ukrainischer Sicht, beziehungsweise ganz besonders aus der Sicht aus Lviv, die gegenwärtige Entwicklung und vielleicht an dich als Psychoanalytiker eine ähnliche Frage, wie ich sie gerade an Frau Schor-Czudnowska gerichtet habe. Was erinnert bewusst oder unbewusst in den gegenwärtigen Ereignissen an den Terror früherer Zeiten und welche tief sitzenden Ängste wirft er vielleicht wieder nach oben? Ja, danke, Ludger, und schönen guten Abend allerseits. Es tobt gerade ein fürchterliches Gewitter in Lemberg und bei mir fällt das der Strom manchmal aus. So, wenn es dunkler wird, heißt das, es ist gerade ein Blitz gewesen. Ich greife das Schlusswort, das letzte Wort, den Schlussbegriff von Anna Schor-Czudnowska, ein gutes Management, nicht? Es ist noch nicht so lange her, dass Putin auch Stalin als einen effektiven Manager bezeichnete, mehr nicht. Und das ist schon für mich ein Zeichen, wie dann doch durchgehend untergründig, aber auch beständig dieses stalinistische große Trauma in diesen Gesellschaften fortdauert. Wie es sich dann weiterzieht. Ganz unterschiedlich in drei unterschiedlichen verschiedenen Ländern, aber doch bildet einen gemeinsamen Hintergrund. Ich habe als Psychoanalytiker und langjähriger praktischer Psychotherapeut gelernt, und das ist wirklich, das gehört zu den wertvollsten Einsichten, die ich in meinem Leben bekommen habe, dass die eigentliche Stärke von uns ist das Verständnis der eigenen Schwäche. Und manchmal ist das ja die einzige Stärke, die wir zu bestimmten Zeiten besitzen. Und es schaut für mich so aus, dass es gerade jetzt die Lage in Belarus und um Belarus herum sich auch so verstehen lässt. Die eigentliche Stärke der belarussischen Zivilgesellschaft, der belarussischen Gesellschaft ist die Einsicht in die eigentliche, in die eigene Schwäche. Und diese Schwäche ist objektiv. Da ist nichts zu diskutieren. Bei dem Beginn von friedlichen Protesten in Belarus 2020 hat sich die ukrainische aktive Öffentlichkeit, also die diskutierende Öffentlichkeit, in mehrere Lager gleich aufgespalten. Und einige wollten als Lehrmeister dastehen für die belarussischen Schüler und haben von Anfang an so einen Ton angeschlagen, ach, mit einem müden Lächeln haben sie gesagt, die armen, naiven Belarussen, die haben noch gar nichts begriffen, die haben nichts verstanden mit ihren gutgläubigen und blauäugigen, friedlichen Protesten ist dem Lukaschenko-Regime nichts zu begegnen.
Natürlich hatten Sie recht. Natürlich hatten Sie recht. Und dennoch sehe ich überhaupt keine andere Möglichkeit. Ich sehe keine Alternative. Nicht, weil es sie nicht gegeben hätte, nicht, weil die belarussische Protestierenden keine Gewalt hätten anwenden können. Nein, ich sehe keine Alternative deswegen, weil selbst wenn sie Gewalt angewendet hätten, würde es genauso enden, wie es auch vorläufig geendet hat. Denn dem Lukaschenko-Regime von heute ist schon deswegen nichts anzuhaben, weil hinter ihm ja das viel größere Regime Putin steht. Und Putin wäre auf jeden Fall Lukaschenko zu Hilfe gekommen, wäre das friedlich oder nicht friedlich. Das erinnert mich so ein wenig, selbst wenn diese Parallele vielleicht nicht ganz glücklich ist, aber das erinnert mich an die Wiedervereinigung Deutschlands. Der Wille der Deutschen war da, in einem wiedervereinigten Land zu leben. Die Demokratisierungsprozesse in Westen, aber auch in Osten dauerten schon sehr, sehr lange an. Es gab eine sehr agile, eine sehr aktive Zivilgesellschaft. Es gab auch unvergleichlich bessere wirtschaftliche Voraussetzungen im Westen Deutschlands. Und dennoch musste Deutschland abwarten, bis die Sowjetunion geschwächt ist und bis Gorbatschow vor diesem Hintergrund der total geschwächten sowjetischen Regimes mit diesem Angebot angekommen ist. Ich glaube, sonst würde die Teilung Deutschlands noch sehr, sehr viele Jahre dauern. Und dennoch, für mich sieht es katastrophal aus und macht Hoffnung zugleich. Und ich sage nicht, es macht Hoffnung, weil es katastrophal aussieht. Und ich sage aber auch nicht, es sieht katastrophal aus, aber es macht Hoffnung. Die einzige zulässige Konjunktion in diesem Fall ist für mich dieses und macht Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht nur die Einsicht und die Anerkennung der eigenen vorübergehenden Ohnmacht, sondern möchte jetzt nicht zynisch klingen, aber ich möchte auch wirklich diese Hoffnung für mich begründen. Da ist so viel passiert. Da ist zum einen die Erkenntnis gekommen über einen entscheidenden Konsens in der Gesellschaft, dass es überhaupt möglich ist, dass sowas überhaupt geht. Da ist die Erfahrung dieser unglaublichen Solidarität da und die lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Da sind zahlreiche Illusionen zerborsten, die zum Teil sehr hartnäckig waren, etwa von einem gütigen, gutmütigen Einzelgänger, dem Volksvater, der das Land wohlwollend und abseits, jenseits von der Moderne führen, gut führen kann. Da ist die Illusion zerbrochen, dass man sich im Postsowjetischen gut einrichten könnte und diese Utopie, diese postsowjetische Utopie künstlich in der Zeit verlängern könnte. Da ist die Illusion zerbrochen, dass es eben dass es von Seiten der russischen Gesellschaft die Entscheidung für die Freiheit von Belarus kommt und nicht die Entscheidung für die imperiale Größe Russlands. Diese so lang lebendigen postsowjetischen Narrative für mich jetzt endgültig abgestorben und es sind neue Selbsterzählungsweisen
gekommen, die mehr und mehr zum Konsens werden. Da hatte man verzichtet auf diese künstlich erschaffene imperiale Konzentration auf die Kriegs- und Postkriegsgeschichte zusammen mit dem großen Russland und wurde zurückgegriffen auf die älteren nativen belarussischen nationalen Narrative, was ich auch unglaublich produktiv finde. Und das wird auch immer stärker. Last but not least. Darf ich mal dazwischen fragen, Joko? Also vielen Dank, ich fand es sehr eindrucksvoll, das Ende der post-sowjetischen Narrative, von den post-sowjetischen Mythen, weil das ist ja genau das, was wir heute auch machen wollen mit dieser Veranstaltung und deshalb diese Auswahl der Länder auch, dass wir uns wirklich nach diesen Gemeinsamkeiten in früheren post-sowjetischen Ländern fragen wollen. Du hattest etwas angedeutet, also auch diese Rolle des guten Zaren, das ist auch so ein tiefsitzendes psychologisches Motiv, von dem du sagst, dass es jetzt dann im Verschwinden begriffen ist. Und das wäre vielleicht in der Tat etwas Hoffnungsvolles. Ein nicht ganz so tiefsitzendes, aber doch manchmal ein Motiv, das Ähnlichkeiten aufweist, scheint mir das der Intellektuellen, die Dissidenten in den früheren Kontexten der Vor-89-Bewegungen, die auch manchmal ähnliche Rollen eingenommen hatten. Du selbst bist Schriftsteller, Essayist, ein bekannter, viel gelesener. Welche Rolle spielen aus deiner Sicht die Intellektuellen in dieser politischen Auseinandersetzung? Welche Rolle können sie überhaupt noch spielen? Anfangs war die Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch in der Debatte teilweise prominent vertreten. In den letzten Wochen habe ich, das kann aber meine Ignoranz ja nicht mehr so viel davon gehört. Wie siehst du das? Welche Rolle können Intellektuelle überhaupt noch spielen? Das ist auch so ein Mythos. Eine ganz hervorragende. Das ist sowohl, ja, das ist auch ein Mythos, aber ein lebendiger und ein produktiver Mythos, denn sie können manchmal wirklich etwas. Und ganz bestimmt ohne die wäre das Leben sehr, sehr, sehr viel primitiver und sehr, sehr viel trister. Und die Gewalt der Eintönigkeit würde die Oberhand gewinnen. Ich sehe diese Rolle sehr, sehr zentral. Und zwar seit den 90er Jahren, als ich zum ersten Mal mit meinen belarussischen Kollegen, Schriftstellern und Schriftstellern, Dichterinnen und Dichtern, aber auch Archäologinnen, Historikerinnen, Journalistinnen in Berührung gekommen war. Und schon damals war ich wirklich beeindruckt, verblüfft durch die unglaubliche Modernität des Denkens und dieser Menschen. Und das hat sich dann in den weiteren 25 Jahren noch unendlich mehr weiterentwickelt. Und dieser Kontrast zwischen den hochtechnologisch und intellektuell und ästhetisch gerüsteten belarussischen Menschen und dem tyrannischen, despotischen, politischen System, das sie festhält und zum Teil ins Exil treibt, zum Teil ins Gefängnis, zum Teil in die Folterkammer treibt, aber auch unendlich viele Leben einfach stagnieren lässt. Das kann für mich nicht größer sein. Also dieser eklatante Unterschied war schon damals sehr evident. Heute ist er überhaupt explodiv. Und letzten Endes, das wäre vielleicht der letzte Gedanke, den ich jetzt vorbringen möchte. Man braucht ja kein Hegelianer zu sein. Man braucht nicht an den gemeinen und gemeinsamen Gang der Geschichte zu glauben, um zu erkennen, dass es zumindest regional für diesen Teil Europas heute eine ganz andere historische Logik waltet. Warum sollte ein Land, das zwischen der Ukraine und Polen und den
und den baltischen Staaten. Warum soll es weniger Freiheit und weniger Demokratie wollen und warum soll es weniger haben dürfen? Ich glaube, es gibt keinen anderen Ausweg. Und das ist nun wirklich die Frage der Zeit und auch leider des Preises. Und der Preis, den die Belarusen, die aktiven, aber auch ganz zufällige Belarusen dafür zeigen, ist jetzt sehr, sehr, sehr hoch. Vielen Dank, Joko. Der Donnergott aus Lemberg hat uns einstweilen gewähren lassen. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Ich möchte jetzt gerne zu Felix Ackermann kommen. Felix, Entschuldigung, dass du schon so lange warten musstest, aber jetzt bist du an der Reihe. Felix Ackermann hat 2008 promoviert in Frankfurt-Oder bei Karl Schlögl über die heute belarussische Stadt Grodno und von 2011 bis 2016 an der Europäischen Humanistischen Universität in Vilnius gelehrt. Zurzeit forscht und arbeitet er am Deutschen Historischen Institut in Warschau und beschäftigt sich dort mit der Geschichte des Gefängniswesens im geteilten Polen-Litauen. Dazu hat er vor nicht allzu langer Zeit auch bei uns am IWM einen Vortrag gehalten. Ich glaube, den gibt es auch online noch bei uns. Das kann man noch nachhören. Felix Ackermann ist regelmäßig auch mit Beiträgen in verschiedenen Medien vertreten, unter anderem sehr prominent in der FAZ. Auch auf vielen anderen Kanälen und sozialen Medien ein sehr aufmerksamer und engagierter Beobachter der Entwicklungen. Felix, ich frage einfach nach deinem Blick auf die gegenwärtigen Entwicklungen und verbinde das konkret mit der Frage nach deiner Einschätzung der Medien und der weiter zunehmenden Einschränkung der Medien. Nach der Verhaftung bzw. Entführung von Roman Protasevich, ist ja der Gründer und Betreiber des Telegram-Kanals Nechter, ist es um die Fortführung dieses Kanals schlecht bestellt. Im Mai gab es weiterhin eine Durchsuchung der Räume von Tutbai, eine Internetplattform, die der vorgeschobene Grund war, die Steuerhinterziehung. Die Domain wurde blockiert, Journalisten verhaftet, teilweise, ich glaube, 12, wenn meine Informationen stimmen, von ihnen befinden sich in Isolationshaft. Welche Möglichkeiten zur Information verbleiben in Belarus überhaupt noch? Welche Möglichkeiten zu unabhängigen Informationen, Felix? Ja, vielen Dank für die Vorstellung und auch fürs Gespräch. Ich habe sehr gerne zugehört und würde jetzt deine Frage versuchen, kurz zu beantworten und dann noch ein, zwei Gedanken zu verbinden mit den anderen Themen, die wir besprochen haben. Die Schließung von Tutbiwai ist jetzt 5 Wochen her und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, der uns nochmal die Aufgabe gibt, darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, wenn ein Land ohne gedruckte Zeitungen auskommt und eigentlich jetzt auch ohne zentrale Internetportale, in denen Informationen frei zugänglich sind. Und ich denke, es hat was mit dieser Diskussion zu tun nach der Beschreibung von so einem postmodernen Zustand, weil eigentlich die wichtigste Funktion von Tutbiwai, ganz unterschiedliche Lebensbereiche zusammenzuführen, auch abzuwägen, zu filtern, zu trennen zwischen Informationen und Kommentar, die erfüllt eigentlich jetzt niemand mehr. Und ich sehe jetzt von Warschau aus, als jemand, der auch nicht nach Belarus reisen kann, eigentlich zwei Entwicklungen. Also einerseits haben wir diese Algorithmisierung der Wirklichkeit, in der halt im Grunde genommen der nicht zugängliche, nicht öffentliche, private, gewinnorientierte Algorithmus von Facebook und anderen Netzwerken dafür sorgt, sozusagen über Aufmerksamkeitsschlaufen zu sortieren, was unsere Bekannten, Freunde, die eben besprochenen Intellektuellen eigentlich gerade diskutieren und was sich daraus für ein Bild ergibt. Das ist sehr stark davon abhängig, wie diese Nachrichten gefiltert werden. Das ist sehr hilfreich in meinem Fall, weil wichtige Dinge, also oder Dinge, die viel diskutiert werden, dann relativ weit oben auftauchen. Aber das ist einfach eine wichtige Einschränkung und ein großer Unterschied zu der Zeit vor der Schließung von Tutbiwai, dass das jetzt eine der zentralen Zugänge ist. Und der andere, wo man darüber nachdenken müsste, wie man das beschreibt, und ich glaube tatsächlich auch, dass Postmodern keine genaue Beschreibung ist, ist sozusagen die Entwicklung von Telegram, dass wir eigentlich die Wirklichkeit zerfällt in einzelne Kanäle, in denen sehr aktivistisch die Wirklichkeit zugespitzt, gefiltert wird. Man kann sich das sehr gut am Beispiel von Nechter angucken, dass sie zwar einerseits in der Lage waren, sehr, sehr stark zu mobilisieren, aber die Techniken, die dabei angewandt haben, haben also sehr, sehr wenig mit Journalismus zu tun.
und auch mit Publizistik eigentlich wenig, sondern das ist in erster Linie ein aktivistisches Instrument zur Lenkung von Aufmerksamkeit und der Aktivität von Menschen in so einem Zwischenspiel zwischen virtuellen Raum und realen Räumen. Diese beiden Formen existieren, das sind die Wege, über die ich mich informiere. Und ich muss sagen, dass ich voller Sorge bin über die Menschen in Belarus, über die Kolleginnen, über die politischen Gefangenen, aber auch über die Zuspitzung von bestimmten Diskursen. Und ich will das ganz kurz aus polnischer Perspektive erklären an der Frage, warum eigentlich im Sommer 2021 zum 80. Jubiläum des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, warum der Staat beschlossen hat, einen Genozid am belarussischen Volk als Narrativ ganz stark zu betonen und aufzubauen, und wie er jetzt versucht hat, vor unseren Augen in den vergangenen Monaten diesen gegen die polnische Minderheit in Belarus zu wenden. Und das ist was ich für sehr gefährlich halte, weil es im Grunde genommen eine dahinter steckende Dynamik von unterschiedlichen staatlichen Stellen, die beweisen, dass sie Lukaschenkas Rede im März 2021 in dem Dorf Ratin richtig verstanden haben. Er hat damals von einem, nochmal den Genozid am belarussischen Volk stark gemacht, unter Nichtnennung von jüdischen Opfern in der besetzten Sowjetunion, was also an sich schon ein sowjetisches Versatzstück ist von den zivilen sowjetischen Opfern der deutschen Besatzung, wo dann eben Juden nicht mehr genannt werden. Aber er hat in dieser Rede eine rhetorische Verschiebung vorgenommen, die sehr, sehr wichtig ist, um zu verstehen, was gerade passiert, glaube ich. Also, dass er im Grunde genommen ist es ein strukturelles antisemitisches Argument, das der Opposition vorwirft, dass sie aus dem Ausland gelenkt ist, dass sie für fremde Mächte agiert, auch gegen Geld. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass wir jetzt vor allem in der staatlichen Presse zunehmend auch wirklich offen antisemitische Anwerfungen gegen einzelne Aktivisten, Intellektuelle gesehen haben, aber eben auch strukturell antisemitische Argumente gegen die Oppositionsbewegung. Und das Interessanteste ist, dass es wirklich nicht um, also es geht im Kern nicht um Juden, wobei jetzt nach der Diskussion für mich auch die Frage im Raum steht, ob es nicht auch was damit zusammenhängt, dass eben sehr, sehr kurz nach 37 eben der Überfall auf Polen kam und dann auch 41 mit dem Überfall auf die Sowjetunion eben auch der Holocaust dort begann und meines Erachtens diese Themen auch in Belarus nicht wirklich durchgearbeitet sind gesellschaftlich und das vielleicht eine Begründung, also ein Erklärungsansatz wäre, warum das überhaupt möglich ist. Und ich komme jetzt noch zu der Pointe, dass während es am Anfang noch im Frühjahr sich noch gegen Polen und Litauen als Staaten richtete, die Protestbewegung am stärksten und am klarsten unterstützt haben, haben wir dann spätestens im April, Mai gesehen, wie diese Erzählung der fremden Mächte, die den Westen von Belarus wegnehmen wollen, die sich gegen das belarussische Volk gerichtet haben, wie diese Erzählung sich gegen die Polen in Belarus gerichtet hat. Und einer der Menschen, um den ich mir große Sorgen mache, ist Andrzej Poczobut, ein polnischer Journalist und Aktivist, der seit zwei Monaten jetzt im Gefängnis sitzt, auch eine schwere Covid-19-Erkrankung hinter sich gebracht hat und derzeit mit den Folgen kämpft. Und der wird im Grunde genommen als Geisel gehalten für die gesamte polnische Minderheit, aber auch für den polnischen Staat und als Antwort sozusagen auf die Unterstützung von Jecht. Also insofern ist es auch ein Teil der Antwort auf die Frage nach der Zukunft dieser Medien, dass der Staat in Belarus eben diese Antwort auf eine unglaublich brutale und überzogene Weise formuliert hat und dabei inzwischen so weit gegangen ist, dass eben, also nicht nur dieser Genozid gegen das belarussische Volk unter Auslassung von des Holocaust sozusagen verwendet wird, sondern inzwischen auch man sehen kann, wie sich das Narrativ noch verschiebt, noch stärker verschiebt, dass der Angriff auf die Sowjetunion als Angriff des kollektiven Westens umgedeutet wird und auf einmal Polen und Litauen scheinbar an der Seite der Deutschen stehen. Und das ist also ein wichtiger Teil dieser Strategie. Und das ist was mich,
was mich mit großer Sorge erfüllt, weil es da inzwischen auch ein neues Gesetz gibt gegen die Rehabilitierung des Nationalsozialismus, was eben genau so geschrieben ist, dass im Grunde genommen alle Menschen, also so wie jetzt zum Beispiel Olga Sparaga im Hintergrund die weiß-rot-weiße Flagge hängen hat, wenn sie könnte an diesem Zoom-Meeting nicht in Belarus teilnehmen, weil man ihr schon jetzt zum jetzigen Zeitpunkt für diese Flagge den Prozess machen kann, und zwar strafrechtlich mit hohen Strafen. Und das ist was, was mich eben mit großer Sorge erfüllt. Vielen Dank, Felix. Ich würde das gerne gleich dann noch in zumindest zwei kleinen Runden, ich hoffe, dass das zeitlich sich ausgeht, in zwei kleinen zeitlichen Runden mit allen zusammen noch zwei Dinge besprechen und Ihnen, euch auch die Gelegenheit geben, aufeinander zu reagieren. Vorab nur noch der Gerechtigkeit halber, Felix, auch an dich eine zweite Frage, mit der ich mich stärker auf deine Profession als Historiker beziehen möchte. In der letzten Antwort hattest du auch schon sehr stark die historische Perspektive drinnen. Aber ich habe unter anderem von dir in der FAZ gelesen, einen Artikel, wo es um die Menschenrechtsorganisation Wjasna geht, die staatliche Verbrechen dokumentiert. Und zwar dokumentiert auch im Hinblick auf etwaige zukünftige Prozesse, also Verwertbarkeit von Dokumenten, von Materialien für zukünftige Prozesse gegen die jetzigen Machthaber und natürlich scharf und streng verfolgt wird. Unsere Leitfrage heute, die wir auch schon in der Ankündigung formuliert haben, ist das Stodjelat, was tun? Was tun Historiker im Lande und weltweit? Was können Historiker tun, ohne sich unmittelbar in Gefahr zu bringen? Also ich gehöre zu den deutschen Historikern, die finden, dass Deutschland seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und die deutsche Gesellschaft sich nicht klar gemacht hat, welche Art von Gewalt in der besetzten Sowjetunion entfaltet wurde. Es gibt dieses Spezialproblem, was heute auch aufgetaucht ist, weil wir immer um 37 gekreist haben, dass natürlich die Hälfte des Landes, also der heutigen Republik Belarus, zur Republik Polen gehört hat bis 39. Das heißt, eigentlich eine ganz andere Erfahrung hat damit mit der sowjetischen Besatzung im September 39 und dann erst dem deutschen Angriff im Juni 41. Und ich bin der Meinung, dass es nicht reicht, sich mit der sozusagen geschichtspolitischen Dimension der heutigen Verfolgung auseinanderzusetzen, sondern dass wir auch weiter noch forschen müssen. Und es gibt eben diese Möglichkeit überhaupt, Kollaboration, also diese semiotische Kongruenz zu behaupten von Faschismus, Nationalsozialismus, Kollaboration dieser weiß-rot-weißen Flagge und der Protestbewegung. Das ist meines Erachtens auch nur möglich, weil eigentlich die Forschung zu der Stabilisierung deutscher Besatzungsmacht in der westlichen Sowjetunion nicht wirklich weit fortgeschritten ist, beziehungsweise da noch viele Fragen eben auch zur Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung offen sind. Und ich denke, dass es ein wichtiger Teil sozusagen der Antwort ist von deutscher Seite. Und was die derzeitige Arbeit angeht, stellt sich tatsächlich die Frage nach Archiven. Also das, wenn Sie mal überlegen, dass man jetzt schon im Moment nicht auf das Archiv von TUTBY zugreifen kann. Das heißt eben nicht nur für publizistisch agierende Menschen, die relativ schnell reagieren, sondern auch für Historiker, die in 5 Jahren versuchen zu rekonstruieren, wie bestimmte Diskussionen, also beispielsweise die Protestbewegung in den Kleinstädten. Um das zu rekonstruieren, braucht man das Archiv von TUTBY, weil die sehr, sehr genau und sehr, sehr früh darüber berichtet haben aus dem ganzen Land. Aber ich glaube, dass Historiker auch noch nicht wirklich die Frage beantwortet haben, also zusammen mit den Archivaren, was macht man eigentlich mit Telegram-Channels? Ja, was wird eigentlich mit Facebook, also was wird mit diesem algorithmischen Wahnsinn, der bei Facebook sozusagen sich akkumuliert, wie werden daraus eigentlich Archive, die man später, die man in zeitlichen Abstand von 5, 10, 20 Jahren eigentlich bearbeiten kann. Also da sehe ich tatsächlich wichtige Aufgaben, die jetzt angegangen werden müssen, um überhaupt perspektivisch historische Forschung machen zu können, weil wir eigentlich eben unglaublich... Also die Digitalisierung hat da unabhängig von dem, was in Belarus gerade passiert, eben so einige Herausforderungen für uns parat. Danke, Felix. Ich möchte jetzt gerne in eine Runde eigentlich mit allen gehen. Ich werde diese Frage erstmal an Olga richten, weil sie explizit darüber geschrieben hat, vielleicht am stärksten sich damit
befasst hat, sich am stärksten vielleicht auch exponiert hat mit diesem Thema. Das ist das Thema Weiblichkeit und Männlichkeit, das wir schon in der Ankündigung dieser Veranstaltung aufgeführt haben. Olga, die erste Frage vielleicht an dich, aber dann bitte der ausdrückliche Wunsch und die Bitte an alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bitte sich einfach dazu einzuschalten, wer möchte, im Anschluss an Olga. Olga, in deinem Buch, das ich am Anfang erwähnt habe, Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, ist schon der Titel dieses Buches. Das erste Kapitel heißt Die Entstehung eines kollektiven weiblichen Subjekts. Das sind alles schon, glaube ich, das sind schon zwei Vorgaben, die schon sehr stark sich positionieren. Im Anfang der Revolution ging es um die drei weiblichen Protagonistinnen, die inzwischen entweder verhaftet sind oder sich im Ausland befinden. Die Frage, ein bisschen ketzerisch und es macht es dir leicht zum Einstieg, also warum können wir immer noch von einem weiblichen Gesicht der Revolution sprechen und welche Impulse verleiht dieses weibliche Gesicht und besonders dieses weibliche Gesicht der Revolution? Und ich sage noch ein Motiv und das sage ich auch für die anderen Diskussionsteilnehmer, das ist auch etwas, was ich in deinem Buch jetzt gefunden habe, schon auf den ganz vorderen Seiten, wo du diese Verbindung ausdrücklich herstellst, die in unserer Ankündigung sich auch findet, nämlich inwiefern hat dieses weibliche Revolution auch was mit der Infragestellung von Männlichkeit und inwiefern hat der Terror dieses Regimes, des staatlichen Regimes, etwas mit der Infragestellung von Männlichkeit zu tun. Und auf Seite 15 deines Buches stellst du den explizit her und da gibt es die Formulierung, dass es evident sei, dass es einen Zusammenhang zwischen staatlicher Gewalt und häuslicher Gewalt gibt. Vielleicht könntest du anfangen, Olga, zu diesem großen Themenkomplex, das weibliche Gesicht der Revolution und Männlichkeit, Infragestellung von Männlichkeit, was zu sagen. Und ich lade dann die anderen ein, sich bitte im Anschluss zu melden. Ja, ich habe zu unseren Diskussionen über drei Punkte gedacht, über die man jetzt spricht, über die neue, heutige, aktuelle Situation der Gesellschaft mit Verbindung mit dieser Frage des weiblichen Gesichtes. Das Erste, es scheint mir jetzt nach der Beobachtung der Gesellschaft, dass die Gesellschaft empathischer geworden ist. Zum Beispiel die Reaktion auf diesen sogenannten Interview mit Protasevich hat gezeigt, dass Leute wirklich mit der Empathie dieses Interview wahrgenommen haben und diese Situation verstanden haben und Protasevich unterstützten. Das Zweite, ich hoffe sehr darauf, dass die Gesellschaft, also die Gesellschaft, bestimmte Leute und Gruppen kritischer gegenüber den patriarchalischen Mustern geworden sind. Und ich denke, dass das sieht man in Empowerment, die Frauen erlebt haben. Das finde ich in der Kommunikation mit Frauen schon die ganze Zeit, das halbe Jahr. Ich habe viel Kommunikation mit verschiedenen Frauen und sie sprechen darüber, dass sie sich emanzipiert haben einerseits und andererseits auch politisch jetzt über sich in politischem Sinn denken, dass sie nicht einfach die Proteste aus der Solidarisierung unterstützt haben, sondern auch politisch tätig geworden sind. Und das ist ein wichtiges Selbstbewusstsein und das braucht noch weiter zu entwickeln, dieses Bewusstsein. Und das Dritte ist, das ist auch mit deiner Frage verbunden, ich hoffe sehr darauf, dass die Gewalt und dass das Verständnis von der Gewalt komplizierter geworden ist in der Gesellschaft, dass die Gewalt jetzt mit verschiedenen Formen der Gewalt in Belarus, in der russischen Gesellschaft verbunden ist und auch mit der häuslichen Gewalt, aber auch mit der Gewalt in Armee, in verschiedenen staatlichen Institutionen, alltägliche Gewalt, natürlich staatliche Gewalt und das, die ganze Mechanik, alle diese Mechanismen, die jetzt Staat weiterentwickelt, sie werden in den Begriffen der Gewalt weiter interpretiert und präzisiert, was Gewalt bedeutet und bedeuten kann für die Zukunft und wie man gegen Gewalt kämpft mit solchen, was man dafür macht, auf welchem Niveau, mit welchen neuen Vernetzungen, Gemeinschaftsmechanismen. Und ich denke, das ist mit dem weiblichen Gesicht, das alles ist mit dem weiblichen Gesicht verbunden, weil die häusliche Gewalt, Komplexität der Gewalt, das haben vor allem Feministinnen in den letzten Jahren viel besprochen in Belarus. Und ich beschreibe in meinem Buch, dass eigentlich während der Proteste die ganze Gesellschaft mit der Sprache der Feministinnen gesprochen hat. Und die Gewalt, und dass die Gewalt
jetzt auch so komplexer verstanden wird, auch im feministischen Sinne. Jürgen? Ja. Ja, ich würde ganz gerne noch einmal aufgreifen einige Thesen von Felix Ackermann und von Olga Sparaga. Das ist ja auch ein genuiner stalinistischer Zug. Persönlich für Stalin sehr, sehr, sehr wesentlich charakteristisch, wie Timothy Snyder in den Bloodlands so wunderbar aufgezeichnet hatte, diese antipolnische Paranoia, nicht? Und da haben wir sie wieder. Der Stalin war ja vollkommen überzeugt, dass die schlimmsten Intriganten eben die Polen und der sogenannte polnische Imperialismus sei. Und das lebt ja im Kopf von Lukaschenka auch, glaube ich, außerhalb und jenseits von rein propagandistischen Thesen, die nicht einmal von ihm geschrieben wurden, aber auch bei ihm lebt es auch weiter. Das heißt, diese ganz nuancierten kleinen Fragmente des latenten Stalinismus, mit denen werden wir noch sehr, sehr, sehr lange zu tun haben in verschiedensten Gestalten und manchmal an sehr, sehr, sehr unerwarteten Stellen. Das andere, was ich sagen wollte, und das bezieht sich gleichermaßen, ich versuche das synthetisch jetzt noch einmal aufzugreifen, auf Felix Ackermann und Olga Sparaga. Es ist ganz was Wichtiges passiert. Felix Ackermann, Sie haben ja erwähnt, und das ist ja ähnlich, was Belarus so ähnlich macht, oder Ukraine, also die lange historische Teilung zwischen West und Rest des Landes und dann die Zuschreibungen, die dem Westen gelten. Der Westen des Landes sei so lange unter den eher westlicheren zivilisatorischen Einflüssen gewesen, vor allem wiederum polnischen, etc., etc. Und deswegen sollte man sich ja nicht wundern, dass die westlichen Ideen vor allem aus dem Westen des Landes kommen. Das kenne ich alles auswendig, diese Lieder. Das wurde auch jahrzehntelang auch im Westen der Ukraine zugeschrieben. Die Ukraine sei ein gespaltenes Land, das nahm kein Ende, das Land, das sich aus dem proeuropäischen Westen und so weiter. Wir kennen alle dieses Lied. Und dann ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Und langsam kommt es selbst im Westen an. Es ist eine neue Qualität der Gesellschaft entstanden, 2005 und erst recht 2013, 14, außerhalb von dieser archaischen Zweiteilung, von diesen Zuschreibungen, aber auch außerhalb vom postsowjetischen, nämlich eine neue, moderne Identität einer ganzen Bevölkerung, eines ganzen Landes ist im Begriff zu entstehen. Und das ist nicht zu übersetzen und nicht zu übersehen und das ist auch nicht genug hochzuschätzen. Und ich würde mir wünschen, wenn wir uns schon fragen, dass wir endlich diese Muster von einem zweigeteilten Land endlich hinter uns lassen in den Debatten und Diskussionen und endlich begreifen, dass es längst einfach der Fall ist. Eine neue Gesellschaft in Belarus ist da mit einer neuen Qualität und von der sollte man jetzt ausgehen. Vielleicht kann ich da drauf antworten. Also ich glaube, dass es in Belarus doch ein bisschen anders ist, weil eigentlich gab es ein großes Tabu, den Unterschied zwischen Ost und West zu betonen. Und ich denke, das ist ein Anzeichen für die Ohnmacht der angeblichen Machthaber ist, dass sie zum Beispiel den Bischof der römisch-katholischen Kirche angegriffen haben, den Erzbischof, und sich damit gegen einen großen Teil der Bevölkerung gewandt haben und der auch nicht entlang der Linie zwischen Polen und Belarusen verläuft. Und es ist sozusagen eher so, dass dieser Unterschied heute
durch diesen offenen Angriff gegen die polnische Minderheit und gegen die katholische Kirche und ihre Vertreter zutage tritt. Und das ist, was mir zu denken gibt. Und ich würde da das nochmal verbinden, auch mit dem, was Olga gesagt hat. Dass ich finde, man kann alles, was im Moment passiert und auch diese Zuspitzung, die wir jetzt seit mehreren Monaten sehen, doch auch als Ohnmacht verstehen. Nämlich als Ohnmacht, weil eigentlich die Angehörigen des Apparats, unabhängig davon, ob sie jetzt uniformiert sind oder ob sie Waffen tragen oder nicht, dass sie eigentlich wissen und verstehen, dass diese Veränderungen, von denen Olga gesprochen hat, passiert sind. Also das ist auch, was du eben gesagt hast, dass es eigentlich eine neue Gesellschaft ist, die eine neue Sprache gefunden hat, die einen anderen Umgang miteinander gefunden hat, die eine andere Vision hat, die natürlich noch nicht ausdiskutiert ist, aber die, wo klar ist, dieses Land hat sich verändert und wird sich verändern. Und im Grunde genommen sind es, ich verstehe es so, dass es Versuche sind, tatsächlich sozusagen männlich-patriarchalische, autoritäre Versuche sind, diese Veränderung aufzuhalten. Und wenn wir was wissen aus verschiedenen Geschichten, ich habe eher immer den Vergleich mit Polen in den 80er Jahren vor Augen, dann, dass der Staat nicht über längere Zeit die Ressourcen aufbringt, um dieses Level von Gewalt und also symbolischer und realer Gewalt aufrechtzuerhalten. Also dass es eigentlich nicht möglich ist, sich gegen die Veränderung dauerhaft mit Gewalt zur Wehr zu setzen. Also das wäre zumindest meine Überlegung und ein gutes Beispiel damit endlich. Ist für mich diese Situation des Gerichtssaals. Ne? Also ich beschäftige mich in meiner Forschung eben mit Gefängnissen als öffentlichen Orten und der Frage, wie die Gefangenen in Öffentlichkeit herstellen. Und wir sehen, dass es in Belarus sehr, sehr beschränkt ist. Es kommen wenige Briefe nach draußen. Es gibt nur sehr wenig Möglichkeit, während des Prozesses überhaupt Aussagen zu treffen. Und dennoch ist es so, dass der Umstand, dass so viele Menschen verfolgt werden für die kleinsten Dinge, dafür, dass sie jemand keine Wohnung vermietet haben, dafür, dass sie irgendwo einen Kommentar gesetzt haben unter das Foto eines Polizisten, der Umstand, dass sie juristisch verfolgt werden und diese spezifische Art von staatlicher Öffentlichkeit, die dort hergestellt wird, wird noch mehr Menschen in Belarus davon überzeugen, dass es so nicht geht und dass es sozusagen illegitim ist und dass es nicht gerecht ist und dass es nicht in Ordnung ist. Also auf eine ganz einfache Art und Weise. Und in der Hinsicht finde ich das, was Olga sagt, sehr wichtig und irgendwie auch optimistisch stimmt, dass es jenseits der gewaltsamen Niederdrückung dessen, was in Russland so bewundert wird, trotzdem eine Politisierung gibt. Also das wäre auch so ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was Anna gesagt hat. Also dass es vielleicht doch sowas gibt wie in einem Land, was eigentlich apolitisch war, über 25 Jahre lang, dass es dort sowas gibt wie eine Politisierung, ist irgendwie ein Hoffnungsschimmer für mich. Also. Ich möchte gerne. Ja, darf ich das kurz verbinden? Ich wollte Sie jetzt auch ansprechen, Anna Schudnowskaja. Der Felix Ackermann hatte gerade schon eine Frage. Ich möchte das gerne noch verbinden, auch an Sie mit der Frage, die ich vorhin an Olga gestellt hatte. Wie ist es aus Ihrer Sicht mit dem weiblichen Gesicht der Revolution, das Olga so eindrücklich geschildert hat? Sie haben am Anfang gesagt, kurz zusammengefasst in Bezug auf die russische Zivilgesellschaft, Sie haben das als neidisch charakterisiert. Ist das auch etwas, was man mit Neid vielleicht betrachtet, was Schule machen könnte und was gerade deshalb auch so sehr gefürchtet ist, weil es Schule machen könnte, nämlich diese Durchsetzung von neuen Ideen der Weiblichkeit und Infragestellung von gewissen patriarchalischen Strukturen? Ja, danke. Also ich versuche das jetzt zu verbinden mit der Brücke auch zu dem, was Felix Ackermann soeben gesagt hat. In Russland ist ja Folgendes der Fall. Wir haben nicht einfach einen starken Mann an der Spitze, sondern wir haben ein personalisiertes, autoritäres Regime, in dem nicht so sehr eine Partei oder eine politische Kraft an der Macht ist, sondern die Sicherheitsorgane. Und dass das Regime vor allem auf den Sicherheitsorganen, das ist eine ganze große Palette an unterschiedlichen Sicherheitsorganen, Nachfolge vom KGB und anderen, dass das Regime auf diesen Sicherheitsorganen gründet, hat zum einen ja die Folge, dass die
klassischen patriarchalen Bilder von Mann und Frau natürlich weiter tradiert werden, propagiert werden, vor allem im staatlichen Fernsehen, von dem wir heute gesprochen haben. Aber es gibt eine schlimmere Folge davon, also neben diesen Genderbildern. Und die schlimmere Folge besteht darin, dass ein solches Regime die Politik an sich nicht haben will, beziehungsweise die Politik an sich verfolgt. Ich erinnere mich, in den 90er Jahren hatten wir ein wunderschönes Wort Demokratisierung, als wir von Russland gesprochen haben, vom postsowjetischen Russland. Also noch zu Ära Jelzin war das eigentlich das Stichwort, mit dem man sowohl die EU-Politik gestaltete, als auch jetzt in der Forschung die Prozesse in Russland beschrieben hat. Und heute sagen sehr viele aus unterschiedlichen Protestfeldern in Russland, es geht uns gar nicht mehr um eine Demokratisierung. Das ist zu hoch gegriffen. So ein Ziel wäre vollkommen unrealistisch. Es geht uns darum, dass die Politik zurückkommt, weil wir eine sehr starke Politisierung haben und da werden Personen verfolgt mit staatlichen Repressalien, ob dann zur Emigration gezwungen oder verhaftet, unabhängig davon, ob sie für eine Demokratie sind oder nicht. Sondern es geht darum, dass sie nicht loyal sind. Es geht darum, dass sie grundsätzlich eine selbstständige Regung zeigen. Und da werden Personen verhaftet, die durch und durch für Putin sind, die durch und durch für dieses Regime sind. Und sie werden nur verhaftet, weil sie einen Anglerverein gegründet haben oder jetzt tatsächlich Diabetes-Medikamente gesammelt haben. Dann werden sie als ausländischer Agent etikettiert. Ich fantasiere nicht, das sind die tatsächlichen Fälle. Und was wir da also haben, ist, dass die Möglichkeit einer selbstständigen gesellschaftlichen Organisation, auf welcher Basis auch immer, total minimisiert wurde. Und da in Anknüpfung an die Frage Stolzierleit, ist es fast schon egal. Sind es dann die Frauen, die Männer, die Lastwagenfahrer, hatten wir einmal, ja, eine große Bewegung der Lastwagenfahrer. Sind es die Pensionisten, hatten wir auch einmal, die gegen die Pensionreform auf die Straße gehen. Jede Art einer solchen Polarisierung wäre eine Rettung. Und jetzt zurück die Brücke zu Belarus. Ich weiß nicht, ob das jetzt als ein Ratschlag klingen könnte, aber je weniger man den Sicherheitskräften den Handlungsspielraum überlässt, desto höher ist dann die Hoffnung, desto stärker ist die Hoffnung, dass man etwas noch tun kann. Das wären sozusagen die Lehren aus dem russischen Beispiel. Danke. Wir hatten ja im Titel dieses Paar von Macht und Ohnmacht. Das erinnert mich persönlich zumindest an den schönen Essay von Václav Havel, Die Macht der Ohnmächtigen. Sehr ähnliche Motive, glaube ich, die da auch anklingen. Und wir haben auch latent jetzt die ganze Zeit schon Diskussion gesagt, Felix Ackermann hat es sehr stark gemacht, die Ohnmacht des staatlichen Terrors eigentlich zu betonen, die Hilflosigkeit auch in gewisser Weise. Was dieser Diskussion zugrunde liegt, ist vielleicht auch die Unterscheidung von Hannah Arendt zwischen Gewalt und Macht. Und was wir sehen, ist hier tatsächlich eine Konfrontation von einer Macht, die auf Seiten der Zivilgesellschaft liegt und von einer staatlichen Repression, die sich allein auf Mittel der Gewalt stützt. Und alles, was der Staat und der staatliche Terror zurzeit tun kann, ist nämlich mit seinem Macht und mit seinem Gewaltapparat die Macht der solidarischen Gesellschaft zu unterdrücken. Ist es vorstellbar, dass das auch langfristig noch funktionieren kann? Vielleicht können wir das noch in einer kurzen abschließenden Runde diskutieren. Und dann frage ich auch ausdrücklich Marci, ob sie sich noch, unsere Initiatorin, ob sie sich noch in diese Diskussion werfen will. Vielleicht dies an alle. Olga, vielleicht magst du dazu beginnen. Ja, das ist öfters gestellte Frage, wie es weitergeht. Ich habe von Anfang an schon im August gesagt und im Interview gesagt, dass es dauern kann und wahrscheinlich dauert diese Situation, weil konsolidierter Autoritarismus, der 26 Jahre konsolidierte, eine schwierige Aufgabe für die Gesellschaft ist. Aber ich weiß nicht, wir haben eine neue Situation in der gesellschaftlichen Situation, auch in dem Sinne, dass wir zum Beispiel eine neue Form der internationalen Vernetzung haben, eine stärkere Diaspora.
und auch internationale Solidarisierung von Gesellschaften, anderen Staaten. Und das heißt, sehr viele Faktoren, die neu sind, neue soziale Gruppen, neues politisches Bewusstsein, diese soziale Emanzipierung, die weitergeht und internationale Unterstützung und Vernetzung und was das alles bringt, wie das alles sich entwickelt. Für Belarus ist das alles neu und ich denke, internationale Situation ist auch neu, dass die Verhältnisse mit Russland, ich hoffe sehr darauf, werden auch jetzt neu gedacht in dieser Konstellation. Und ich hoffe sehr darauf, dass das auch für Ukraine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und ja, für mich ist die Situation offen. Ich weiß nicht. Und ich habe Hoffnung, dass es nicht so lange dauert. Und dass wir Kräfte haben werden und dass wir diese Zeit nutzen. Und ich habe das in meinem Kopf, dass wir wirklich weiter arbeiten sollen, vor allem die Leute, die außerhalb von Belarus sind und irgendwie, ja, jetzt politisches Bewusstsein in politische Aufgaben für uns zu haben, über Verfassung zu denken, politische Institutionen, alles Mögliche, sehr viele Aufgaben. Danke, Olga. Nochmal die Frage, Marci, soll ich dir jetzt nur als Initiatorin danken oder möchtest du noch etwas dazu sagen? Vielleicht ich konnte etwas sehr kurz fragen auf meinem schlechten Deutsch. Es war für mich sehr interessant, was Olga gesagt hat, dass diese feministische Sprache, um über die Gewalt in der Familie zu sprechen, es war schon in einem bestimmten Moment eine Sprache, um die ganze Gesellschaft und die politische Situation zu besprechen. Und nur wenn man die Hoffnung hat, und Jörg hat über die Hoffnung gesprochen, man will hoffen, dass eine neue Sprache über die Männlichkeit, über eine Ort von Männlichkeit ohne Gewalt, ja, dass dieses Gespräch, diese weibliche Geschick, die über die Gesellschaft, über eine Gesellschaft ohne Gewalt will, das kann auch für Männer sein und das kann auch für einen neuen Ort von Männlichkeit sein, diese Männlichkeit ohne Gewalt. Und haben wir eine Hoffnung davor? Ja, darüber haben wir sogar schon Diskussionen angefangen. Caring Masculinity, es gibt schon einen Begriff. Ja. Und eigentlich haben wir, unsere feministische Gruppe hat einmal eine Diskussion organisiert und litauische Feministinnen haben uns gesagt, wir sehen das Fehler, dass wir mehr über in den letzten Jahren, 10, 20 Jahren über die, wenn wir Patriarchat kritisiert haben, mehr über Frauen gesprochen haben und zu wenig über toxische Maskulinität. Mhm. Und wir sollen diese Caring Masculinity, jetzt denken wir daran und Belarusinnen sollen auch anfangen. Mhm. Und das ist für mich auch mit dem Begriff der Sorge verbunden und ich will jetzt philosophisch auch mit diesem Begriff weiterarbeiten. Das hat viele Richtungen und ich sehe, wie jetzt dieser Begriff auch in Belarus zum Beispiel von Journalisten, für Männerjournalisten benutzt wird und sie empfehlen, dass in der journalistischen Gemeinschaft die Leute um sich selbst Sorge entwickeln, einander, weil es ist jetzt Depression, nun, es ist schwierig, Repressionen und man soll über eigenen Zustand denken und die Leute, alle Leute, nicht nur Frauen, sondern Männer können schwach sein und Hilfe brauchen und das alles. Und das sind für mich auch Zeichen, dass die Veränderungen passieren und das hilft der Solidarisierung weiter, weil die Leute verstehen, in wie vielen verschiedenen Formen sie Solidarisierung brauchen und weiter diese Formen entwickeln sollen. Wenn man Europa als Ganzes denkt dann, und Belarus als Frau sich vorstellt, dann würde das für mich auch heißen, dass eben die Frage nach der Solidarität des Westens
wenn wir uns den Ihnen als Mann vorstellen wollen, dass die einfach auch weiterhin im Raum steht. Also das wollte ich vielleicht jetzt zum Schluss noch sagen, dass die, wir haben gesehen, dass diese Welle des Interesses und nach der Flugzeugentführung kurz sehr hoch ging und wir sehen, dass sie auch wieder sehr schnell abgeflacht ist. Und deshalb finde ich, ist es auch eine Frage danach, wie wir Frauen und Männer in Belarus unterstützen von Berlin, von Wien, von Warschau aus und dass es wichtig ist. Und Olga, ich wollte dir nochmal sagen, dass ich das wirklich sehr beeindruckend fand. Wir haben vor 10 Jahren an der Europäischen Humanistischen Universität hatten wir so ein Kolloquium, da hast du noch über dein Projekt nachgedacht, mit Hannah Arendt über eine solidarische Gesellschaft der Zukunft nachzudenken. Und ich finde, dass das eine sehr schöne Antwort nochmal ist auf die Frage auch der Rolle von den Philosophinnen, dass eigentlich diese Frage, die du dir vor 10 Jahren gestellt hast, dann eigentlich im letzten Sommer dann gemeinsam beantwortet wurde von den Menschen in Minsk. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ja, und ich wollte vielleicht noch sagen, es ist ganz, ganz wichtig. Ich erlebe die mir Bekannten, meine Freunde und Bekannten aus Belarus heutzutage zwar zerknirscht und sehr frustriert, aber nicht resigniert. Das ist das Entscheidende für mich. Und das andere Entscheidende ist, ich glaube, man hat sich jetzt darüber verständigen können, nicht nur darüber, was man nicht will in Belarus, sondern auch darüber, was man jetzt gemeinsam tatsächlich will. Und das ist für mich auch das andere Entscheidende. Ich danke auch Olga. Dann darf ich mich vielleicht anschließen mit dem Dank. Es ist jetzt gleich 7:30. Ich glaube, wir werden diese Veranstaltung dann damit beenden. Aber die gute Nachricht ist, morgen gibt es gleich die nächste. Alle, die uns jetzt zugehört haben, morgen um 18 Uhr wird zum gleichen Thema fortgesetzt in Englisch mit Tim Snyder. Ich möchte Ihnen allen, euch allen danken, Olga Spadaga, Jurko Prochasko, Felix Ackermann, Anna Schor-Czudnowskaja, fürs Dabeisein. Ich möchte auch unserer Initiatorin danken, Marcy Schor, die eigentlich den ersten Impuls zu dieser Veranstaltung gegeben hat. Ihnen allen danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und ich hoffe bald wieder unter vielleicht etwas freundlicheren Umständen. Einen schönen Abend an alle an diesem Europa-Gewitter-Konferenzabend. Auf Wiedersehen. Ciao. Danke, auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Moderation auch. War ja. Sehr schön. Ciao.